Kapitel 6 abgeschlossen, Kapitel 7 Verbrecher. Wie auch immer ich hier hingekommen bin. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Nein. Amicia. Ja, it's a kind of magic, ja. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskonntest? Ja. Aber der hat doch auch was von so einer Wache, trotz alledem. So rein von dem Rüstungsstil. Verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Aber schicker Tutt und Bart. Kann man lassen. Darf ich das ansehen? Bitte. Aber nur weil du bitte gesagt hast. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das ist auch so ein Spruch, den ich seit meiner Kindheit hier verfolgt. Lass Luft das ran. Wird noch eine Weile an die Hunden. Geschnitten hast oder sonst was. Dann muss Luft ran. Lass mich doch bloß in Ruhe. Na dann. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Ich weiß leider nicht mehr, wer er ist. Aber anscheinend kannten sie sich. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Da gehört er doch zur Wache. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann, der sich ist der Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Na, das sollte ja machbar sein. Ich komme. Und möglicherweise kannst du auch noch nützlich sein. Du bist großkräftig, hast ein großes Schild und ein Schwert. Das muss doch für irgendwas zu benutzen sein. Erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. War er das vorhin? Ach so. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, okay. Ich hab den vorhin irgendwie und, nicht was hast du gefunden? Blick gehabt. Siehst du das nicht? Ich rieche Pferde und... stink ich so? Ja, wahrscheinlich. Es riecht nach Seetang. Na komm. Warte, wir müssen reden. Nicht jetzt. Das Meer ist gleich dort. Hugo, es ist wichtig. Der, wenn er denn immer der Vorrenner geht. Amicia. Hua. Geld hier, das ist ein Überfall. Du hast ihm aber nicht Leben von deinem Traum du mich und einem anderen erzählt. Hugo, komm zurück. Hugo, komm zurück. Und ich rede nicht geschifft. Mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Immerhin siehst du besser aus. Naja, du Amicia, siehst ja auch ein bisschen frischer aus als noch vorhin. Hugo, und Lemaire ist auch da. Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot, ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin, sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön, mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, jo. Dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. War der dann Torsamme unten Kreuzhängen? Wäre schon sympathisch.
Aber welches Boot? Hey, pass auf! Na gut. Ich sehe hier kein Boot, ich sehe da hinten nur eine Stadt. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt so. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Oh, so viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst, aber bleib in der Nähe. Hörö. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Haha! Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich kann mir ja dann so eine Feder finden. Die hatten es doch vorhin irgendwie mit Federn. Wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war's. Offensichtlich nicht. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Wir kommen wohl gleich wieder ran, wenn hier schon so ein Fisch rumhängt zum Runterschießen. Ach, da wären wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite an. Ich helfe dir, Amicia. Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Weiter so. Anno! Was? Zurück! Was zur Hölle? Ah. Oh, Scheiße! Scheiße! Die mögen dich anscheinend. Die hätten mich fast erwischt. Ihr ja. Seid so nur fast. Komm, na gut. Wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Nee, hier gibt's Fisch für die Ratten. Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt, schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Sei vorsichtig, ja? Ja. Die gehorchen dir wirklich. Wie machst du das bitte? Wo hast du das gelernt? Fertig, dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Nö, die haben jetzt hier was zu snacken. Wie fühlst du dich? Verfressene Biester. Nichts für ungut, kurz. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Ist nur ein Messer. Ich werde es trotzdem mal verwerten, weil es sah nicht so aus, als ob hier so eine Handwerksbank rumliegen würde. Bevor ich es gar nicht benutze, nehme ich mir lieber die Items draus mit. So, und dann wahrscheinlich hier weiterziehen, oder? Nein? Ganz kurz was gucken. Hat so verkokelt gerochen, aber da hat irgendwie der Nachbar das Grill angezündet mit ein bisschen Spiritus zu viel. Ich habe mal gecheckt, nicht, dass doch irgendwas angeschmort ist. So, aber was muss ich denn jetzt machen? Das mit dem Schiff hier geht nicht mehr. Hier weiter an diesem Boot ziehen ist nicht. Ja, wo soll ich denn dann hin? Wir wollten gerade das Boot ins Wasser ziehen. Dann sind die Ratten gekommen, wir haben die Ratten da weggelotst. Und jetzt weiter am Schiff ziehen kann ich. Hier scheint's weiter zu gehen. Warum auch immer wir jetzt das Boot nicht einfach weiter ins Wasser ziehen, aber lassen wir das. Immer mitnehmen, was geht. Man weiß nie, wann man es braucht. Und es gibt doch Federn. War ja klar. Ich. Sicher von einem Seevogel. Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen.
Lachmöwe. So, so. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Das musste ich jetzt noch finden, damit es weitergehen kann, oder wie? Wollt ihr mir das sagen? Ist denn hier noch irgendwas? Aber das sieht doch auch nicht so aus, als ob es hier irgendwie weitergehen könnte. Oder hat sich das Spiel einfach gerade selber gefressen und irgendwie geht's nicht weiter? Wenn nochmal übernehmen kann ich die halt auch nicht. Es sind zu viele. Hä? Ihr wollt doch hier dieses dämliche Ruderboot ins Wasser schieben. Wieso macht ihr es denn nicht weiter? Ja, du brauchst ihn nicht ducken. Du sollst hier an dem Boot schieben, Kollege. Kann ich dann da hochklettern? Geht's hier nochmal um die Ecke weiter? Nee. Sonst ist das Spiel so linear an vielen Stellen und offensichtlich, was man tun muss. Und jetzt lässt es mich hier hängen. Ich laufe jetzt mal an der anderen Seite vom Strand weiter, weiß nicht, weil entweder das Boot muss funktionieren und es tut es einfach nicht. Oder ich habe hier auf der anderen Seite nochmal eine Möglichkeit, irgendwas ins Wasser zu schieben, was ich vorher nicht gesehen habe. Aber das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Am logischsten wäre, wenn er dieses Boot gar ins Wasser schiebt und dann halt wo auch immer zu dem Schiff oder so fährt, wo er von erzählt hat. Hier geht es halt genauso wenig weiter wie vorne am anderen Eck. Und da oben bin ich heruntergekommen an den Strand. Meine Mission, überquere den Strand. Und durch die Hütte durch, nach oben klettern kann ich offensichtlich auch nicht. Beziehungsweise sieht es nicht so aus, als ob ich die Wand hier weiter hochklettern könnte, wo ich diese Feder gefunden habe. Aber ich gucke gerne nochmal dahin, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Rätsels Lösung ist. Das wie weiter komme ich hier nicht, aufs Dach geht's nicht. Da geht's auch nicht hoch. Ja. Sehr gut. Es sind zu viele. Die benutzen will er nicht. Geht's dann doch hier unten irgendwo rein oder durch oder irgendwie weiter? Nein. Da kamen die Ratten raus, da kann ich aber nicht herein. Ah, okay. Hier geht's zu deinen Schmugglern. Verstehe, da kamen die Ratten raus und es geht doch rein. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott. Weil es trotzdem keinen Sinn macht, warum sie nicht das Boot einfach weiter rausgeschoben haben.
wenn sie da schon dabei waren. Oh gut. Oh oh. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurzer, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Ja, wo schicke ich die jetzt hin? Kann ich die ins Feuer schicken? Nee, aber ich kann damit den Weg freiräumen, verstehe. Also, mehr oder weniger einen Weg freiräumen, aber zumindest ist gerade das, was mir am sinnvollsten erscheint, die alle irgendwo mal zu parken. Ich glaube, die kommen halt auch einfach zurück. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Vielleicht noch so ein Teerofen hier, so ein Teerplex. No, 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 ihr fresst mich nicht. Oder fresst ihr mich doch? Na ja, gut, der Teer hört auf und den Typen hätte ich vergessen. Also so ist das, glaube ich, nicht die richtige Lösung gewesen. Machen wir nochmal neu. Na gut, es wird ja auch nicht umsonst hier diesen Bolzen geben. Und dieses Stück, wo schon Bolzen drinnen hängen. Also. So. Eine Feuerbolzen. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Wenn ich den mitnehme, das Feuer aus. Gut, 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 gut. Das muss ich da drin lassen, verstehe. Solange ich kein anderes Feuer habe. Ich dachte, da brennt dann vielleicht das Holz weiter. Nein, es war einfach nur der Bolzen. Ich hätte noch dieses Pyrit dabei, wo ich irgendwie schleudern kann, um mich da durchzubewegen. Aber das funktioniert ja nur, wenn dann der andere Typ hier wieder mit dabei wäre. Also gut, dann geht's wahrscheinlich nur so. Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Feuerbolzen, den ich hier noch einsammeln muss. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Und jetzt vielleicht diesen Schwarm hier nehmen, um ihn wegzuleuchten. Ja, jetzt nehme ich... Okay, sowas auch nicht. Dann schmeiße ich dann einfach nochmal einen Haufen... Ja. Der da rein. Mache ich mir eben drei Lichtpunkte. Das ist manchmal so blöd, weil irgendwie du kannst dich zwar manchmal durchbacken, wenn du halt schnell genug bist, dann kommst du da schon manchmal durch, weil so ein paar Schritte in die Ratten reingehen, ja, aber halt nur relativ wenige. Aber dann ist es am einfachsten, das so zu machen. Ein bisschen angespannt, ein bisschen angefressen trifft es langsam eher, weil es sind so Kleinkram-Dinger, die sich hier gerade irgendwie aufhängen wollen und mir den Weg
erschweren. Also. Feuer. Bitte. Dann nochmal ein Topf mit Feuer. So. Und da oben waren ein paar Holzsteckelis, mit denen kann ich dann mir einen neuen Weg bahnen. Hoch, jetzt, geht klar. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du das eine ist der Weg. Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen. Den brauche ich. Dieses Stöckchen? Komm, einfach mit. Geht's hier runter? Das sieht fast so aus, als könnte man da runter, aber ich glaub's. Okay. Mit dem muss ich dann entweder. Ich werde es mal versuchen. Bleib nah bei mir. Ob es da hinten bis zur Fackel reicht, das hält ja doch eine ganze Ecke. Hey, nicht so fest, damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid, ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also mein Mitleid habt ihr. Und bitte halt aus, und bitte halt aus, und bitte halt aus. Das war der Moment, wo es wieder geklappt hat. Na gut. Habe ich die Supplies zurückgeholt? Was ist hier, wenn ich da durchgehe? Okay. Einmal nur Alkohol. Aber bis zu der Fackel hier müsste ich kommen. Es könnte ein ziemlich langer Weg sein, aber mit ein bisschen Glück reicht's trotzdem. Dann noch mal ein Steckchen holen. Ab nach oben. Klar. Ist mir in der Sonne lieber, I don't know. Ja, zünd's an, bitte, danke. Ja. So, und jetzt wäre es total gut, wenn du dich beeilst und nicht langsam hier da so ewig rumschreist. Das ist ein Nest? Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ein Karren. So. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht warum. Schiebung. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das. Oh Mann, es hätten ja einfach durchs diese kleine Meerenge durchschwimmen können. Nein, stattdessen reiten sie lieber Kronherzens direkt also in so einen Rattenbau rein. Kann man ruhig mal machen. Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Irrsinn. Himmel, dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Ich weiß ja nicht, was die Ratten hier bei euch so machen, aber die hier haben ziemliche Alien-Attitüden oder Allüren. Hier lang, glaube ich. Vorsicht. Wahrscheinlich bricht der andere noch ein hier. Das ist so schwer. Nein, doch nicht. Oh Gott, nein! Ich sag's noch. Ach
Achso, das Licht meinen sie hier. Da! Ja! Verdammte Scheißviecher! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Naja, das hältst du Spaß. Wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Episanguis. Was für Sachen? Episanguis? Also hier sitzen noch ein paar Bolzen. Also da ist eine Kurbel, die irgendwas auslösen wird, aber was? Da ist es wieder. Anno! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut, ich bin bereit. Ich auch. Auf dein Zeichen! Und los. Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Blöpp. Noch was, Odoris, du kannst jetzt Odoris herstellen. Hier, Odoris, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Lockt Ratten für kurze Zeit zur Aufprallstelle des Geschosses. Schnell, hoch! Verstanden. Das ist ja praktisch. Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Für die Kette hier wahrscheinlich, was auch immer die Kette macht. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Einmal Armbrust und vermutlich Feuer macht den größten Sinn. Hey, lass gut sein. Los. Das hat jetzt was gebracht, ehrlich gesagt? Verstehe ich es noch nicht so ganz. Das bringt auf jeden Fall nichts, wenn er das noch hoch macht. Dann kannst du da wieder aufhören damit, danke. Lass es! Schon dabei! Sich dir hier einen Weg darüber bahnen, vielleicht. Nur das Zeug. Gerade nicht die Idee, worauf das hier hinauslaufen soll. Du bist dran, Anno. Los geht's. Dass der Kräuterkundler wieder lebt, ja, ja. Und hier kann ich ja nichts damit machen, außer dass Amicia, es da ist. Ich kann das hoch und runter. Du könntest mit der Armus auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odoris. Wieso denn mit dem Odoris? Okay, wenn du das sagst als guter Game-Hinweis.
für dich los. Das reicht, hör auf. Los. Jetzt ist wahrscheinlich nur das Feuer noch dran, sodass er sie zwar anzieht und sie aber auch nicht hin können. Na dann, Abschnitt neu laden, hätte ich gesagt. Bevor ich mich jetzt selbst töte, machen wir mal ohne Suizid. Ich überlasse es dir, Anno. Schon dabei. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Mal sehen. Ja, das sollte halten. Hey, lass gut sein. Los geht's. Lauf, Anno. Und wie ich laufe. Ja, wo jetzt da der Unterschied zu dem, was wir jetzt zuvor gemacht hatten? So inhaltlich war das ziemlich das gleiche. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, in einen Armbrustbolzen noch mit keine einpacken. Angst, ist nicht gefährlich. Mach dir Witze, die Stiefel verbrenne ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja, genug Nervenkitzel? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheiße lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Wir schießen es auf dein Schild. Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Ja, tatsächlich. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Ah. Na dann, zack, zack. Das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Ich glaube immer noch, dass ein anderer Weg einfacher gewesen wäre, so in Summe, aber... Man gewöhnt sich dran. Okay. Ja, jetzt haben machen sie wir jetzt halt so. Hölle nochmal, ja. Aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. Yeah. So ist es im Krieg. 2000er IQ, Morgan. Ich wäre ja einfach da ins Wasser gesprungen und auf der anderen Seite wieder rausgekrabbelt, aber gut. Das hätten die zu dritt bestimmt auch ganz gut geschafft. Das waren halt, keine Ahnung, 20 Meter, das kriegt man schon hin zu schwimmen, aber lassen wir das mal so stehen. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Na dann. Regnet jetzt ja. Man schweißt hier den Schweiß wieder ab. Naja. Ja, und so in Summe ist es doch vielleicht ein paar Meter breiter als gedacht, aber es wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen, von dem Lücke hier einmal darüber zu kommen. Aber dann hätten wir ja nicht so viel Spannung und Nervenkitzel hier erleben können. In die Werkbank, gut, aber ich habe, glaube ich, kein neues Arbeit. Werkzeug mehr. Nee, habe ich nicht. Habe ich keins. Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophia, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Ja, das zieht die auf jeden Fall schon ganz ordentlich hier an. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Das Stroh brennt nicht lange, deswegen einmal beeilen. Loot, 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 loot.
Okay. Kann ich... Es war dumm, das genau vor meine Füße zu schmeißen. Ich frag mich gerade, was ich hier eigentlich gedacht hatte. Ich war wahrscheinlich der Meinung, ich hatte ein Feuer in der Hand. Und kann damit mir einen Weg machen. Deswegen einfach gleich nochmal. Erstmal das Feuer. Dann dieses komische Odorus-Zeug einmal hier rüber. Kommt, gönnt euch mal. Null Alkohol. Wie viele Schmuggler gibt es denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Loot. Da war auch noch so ein Teil. Und schnell zurück. Komme ich hier noch durch? So, jetzt nehme ich aber dieses komische Iglifer hier, leck mich doch am Arsch. Wenn ich das schon habe, benutze ich das auch mal. Keine Angst, ich hau dir das nicht auf die Rübe. Ich will doch, dass die Ratten da hingehen. Aber irgendwie... Alter, ich kann die nehmen. Wieso? Oh Mann. Wäre halt einfach gerade so viel einfacher gewesen. Aber gut. Gut zu wissen. Sind die denn jetzt vor allem hin? Ach da. Aber mich kriegt ihr nicht. Aber der kommt schon wieder. Nur Geduld haben und nicht so weit vorsteppen, sonst bin ich wieder hier im Rattending. Seine Laterne mal ruhig halten. Danke. Müsste ich doch mit ein paar Ratten hier wieder spielen können eigentlich. Ups. Durch den guten Bolzen, Herr Weger. Den hätte ich aufheben können, aber ist nicht schlimm.
oben. Hoch, jetzt. Klar. Sicherheitshalber mal wieder auf ein paar andere Sachen wechseln, nicht dass das wieder so ein Fail-Pick wird, den man gar nicht herausschmeißen will und dann verschmeißt man wieder seine gute Munition. Und wer gibt es denn nicht irgendwie? Trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Ach doch. Wenn ich jetzt da runtergehe, kommen sehr wahrscheinlich die Ratten. Ich probiere es lieber nicht aus, ob das so ohne funktioniert. Wir machen hier ein auf Nummer sicher. So, was machst du, Ding? Den Weg frei. Schnell, hoch! Verstanden. Das war gut. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Hallo, ihr sollt euch da gönnen gehen, ihr Ratten. Weißt du da nicht umsonst so ein Ding dahin, dass ich mir diese Kristalle da einpacken kann? Oh, oh nein. Wo bin ich? Bin hier. Hab's zumindest ist mich hier durchgepackt. Das ist ja schon mal was wert. Gönnt euch mal hier. Ja, ja. Lacht ihr nur. Erstmal besser machen hier. Ja, Feuer würde helfen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, die zwei Kristalle dafür noch mitzunehmen. Das ist eine Fischart hier mit giftigen Stacheln. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Ja, eigentlich ist alles ziemlich voll. Ich glaube, es ist nicht so hart nieder, die noch mit einzupacken. Kurz gucken, was ist, wenn ich hier lang gehe. Hier noch was zu entdecken. Ein Werkzeug, sehr gut, dann kann man wieder Ausrüstung aufbessern demnächst. Und von dem Teer habe ich doch auch noch einiges. Dann jetzt sehen wir es so. Feuer. Wow.
Naja, ich weiß schon, ihr solltet halt nicht so nah ans Feuer gehen, das tut weh, haben sie gesagt. So, und das gleiche Spiel ähnlich, nochmal mit so einem Bolzen im brennenden hier dagegen. Sollte man jetzt durchkommen eigentlich. Mann, wieso, das ist doch manchmal einfach behindert, dass deswegen 2 Millimetern hier nicht durchgeht. Lass das Feuer stecken, Mädchen, sonst ist das Ganze wieder komplett für den Arsch. Also, was sucht ihr denn auf Laguna? Ein Vogel. Wir suchen Sicherheit. Genau wie du. Hab gehört, in der Stadt gab's Ärger in der Garnison. Ein Mädchen und ein Junge. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Drache ist. Ja, die ist schon kein Drache. Kleiner Hugo, da brauchst du keine Sorge haben. Das hier ist ein Schiffsfriedhof. Die Stimmung hier sind ziemlich tückisch. Das Aufbrechen hat sich bis jetzt eigentlich immer gelohnt, deswegen hebe ich mir das Messer gerne auf, sofern möglich. Zusätzliches Werkzeug. Damit müsste ich jetzt wieder 2 Stück haben und kann meine Ausrüstung hier nochmal verbessern. Deutlich schneller nachladen oder unterwegs craften. Bruchfestes Werkzeug. Wieso habe ich eigentlich nicht direkt einfach alles da reingepackt, was ich habe? Das wäre so viel schlauer gewesen. Die nächsten 3 Werkzeuge, die ich finde, gehen in bruchfestes Werkzeug, damit ich einfach noch immer reparieren kann. Oder aufwerten kann, ohne dass es was kostet. Das macht Sinn. Hier entlang? Ja, hier entlang. Diskreter Weg für diskrete Leute. Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Neue Angriffsfertigkeit erholen. Nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist Öko, tief. Bitte. Okay, ich deswegen wollten wir da nicht schwimmen wahrscheinlich, weil er mit Wasser so gar nichts kann. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an ich der Hand. Du hast recht. Ich trag dich und damit ist Schluss. Na schön. Jawohl. Gut. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. So, was ist denn das hier? Ja, Angriffsfertigkeit erhoben. Sie bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und erholt sich schneller von Treffen. Klingt doch schon mal. Nächste wäre schneller tot, drosselt die Gegner mit ihrer Schleuder schneller und leiser, da sie ihre lebenswichtigen Punkte. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Ball aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachen. Kann er schon mal machen, wenn wir ihn hier mit durchschleifen. Bisschen den Bruder tragen habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist jetzt keine Heldentat ich gewesen. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Hm.
Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Eine orientalische Seefahrerbraut hier. Bisschen was ja, wie die eine Hexe aus Fluch der Karibik. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Kalypso, genau so ist die. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist na klar, kriegst du einfach so. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Hoffentlich, ja. Ist meine, der sich hier für mich einsetzt. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Liegt doch noch einen Plan. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein Hitzegewitter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Oh, er macht sich mal nützlich, oder wie? Jetzt hast du's geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Ja, perfekt. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Na dann, Attacke. Endlich! Sie kommen! Arno, schnapp ihn dir! Verlieren! Kam nie in Frage! Voll gut. Wieso macht er das nicht schon viel schneller oder viel früher? Ich kann sehen. Das sehe ich. Das gefällt mir. Also, prinzipiell würde ich die selber gerne genauso platt machen können, einfach als Zeichen meiner Genugtuung. Aber so ist das ja auch okay. Aber es schaut ein bisschen unbequem aus, wie ihr hier so rumrennt, aber es ist nicht mein Problem. Ja, der ist wie Bud Spencer, ja. Erledige ihn, Anno! Ja, komm mal her! Hier sind Eindringlinge! Eindringlinge, kommt mit! Jawohl, alle platt machen. Ist Sophia deine beste Freundin? Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. So mag ich das. Wir
So kann das weitergehen, aber ich glaube, da kommt noch einer von hinten eventuell, aber da laufen wir einfach mal weiter. Ich glaube, den kann man gut ignorieren. Schmuggler können uns doch egal sein. Die Ratten bringen Tausende um. Ich bin mir nicht sicher, ob der Graf weiß, wie ernst die Lage ist. Ganz schön viele Männer für ein paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Recht und Gesetz. Ein gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen, der Feigling. Du kannst ihn wohl nicht leiden. Wir hassen einander. Nichts zu sehen. Es hat jetzt nicht so funktioniert, dass da alle beide hingelaufen sind, wie ich dachte. Hallo, kämpfen! Anno, Anno, Alarm! Steht er da und glotzt? Was ist denn das für ein Posten? So, sind wir denn jetzt hier? Wieder ging daneben. Ich werde angegriffen! Nein. Findet die Drecksäcke! Ah. Arno, schnapp ihn dir! Ja! Nur du und ich! Das ist ein Bolzen, den kann ich gut gebrauchen. Der hat keine... keinen Helm auf. Und ein paar Ratten gibt es hier offensichtlich auch. Kann ich die... ja. Kann ich die doch lenken hier, oder? Jawohl. Genau so muss das aussehen. Reinstechen, umtreten, rausziehen. Aber den Dicken hier hätte ich eigentlich ganz gern mit den Ratten platt gemacht gehabt, aber das ging irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob der gegen den kämpfen kann. Aber der schaut schon so ein bisschen fetter aus als der Rest hier. Das probiere ich einfach mal aus. Was der gute Arno so kann oder nicht kann. Obwohl, eigentlich könnte ich auch Feuer und Topf nehmen und das auf die beiden hier schmeißen. Müssten die eigentlich verbrennen. Ich habe das ja gepimpt hier. Was ist so? Oder auch nicht. Arno, schnapp ihn dir! Doch, den müsst ihr eigentlich platt machen. Oder hätte es platt machen sollen. So, kriegt ihr den platt? Oder ist der zu strong? Hä? Ich glaube, er geht einfach nur... ich glaube, er ist einfach nur dazed hier. Und einfach nur benommen. Wo wollt ihr denn hin? Sie haben uns gesehen. Ja, lock ein. Wenn ich euch erwische, setzt es was! Oh, oh, oh. Ja. Genau so macht man das.
könnte ich den Alternativ machen? Hi, Brain, ja. Brian. Hey, Brain. Okay, also. Feuerlöschding. Funktioniert nicht. Seltsam. Wenn ich die Aufmerksamkeit hierher lock. Komisch. Wir haben hier ein paar Spaßvögel. Sucht sie! Perfekt. So, und gegen den kann der Brian, der Arno, wieder fighten hier, würde ich behaupten. Was zur? Ihr seid... Gehört ganz dir, Arno. Dein Ende. Gott, jawohl. Sehr schön. So macht das Spaß. Damit habe ich gleichzeitig die Ratten vom Strand auch irgendwie weggelockt und damit habe ich den freigespielt, sozusagen. Müsste ich jetzt hier doch entspannt langlaufen können, ohne durch die Höhle zu müssen, wo auch wieder 100.000 Wachen hier gammelt sind. Die kennen sie. Natürlich, sie macht ihnen schon seit Jahren die Hölle heiß. Weil sie Feuer spuckt. Hier halt einfach vier Leute auf dem Haufen stehen, wo ich hin muss. Und wieder irgendwie Lug und Betrug. Gibt's noch einen Außenrum? Ich meine, ich kann mich hier durchprügeln, es geht schon. Irgendwie, aber ich würde es gern vermeiden, wenn ich könnte. Feuertopf. Wenn wir die zwei nehmen. Ist Sophia deine beste Freundin? Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Erledige ihn, Anno! Der eine hat es irgendwie überlebt, obwohl er eigentlich gefackelt hat. Hier sind Eindrücke! Wieso hat es den nicht getötet? Das war doch voll in sein Gesicht. Oder ist es bei gerne im Helm? Könnte auch sein. Komm, Anno, mach mal hier was für dein Geld. Jawohl, den nächsten gleich mit. Hat's leider zwei Bolzen gewastet, weil ich irgendwie gegen den Typen mit dem Helm geschossen habe und es dem anscheinend egal war, dass ich ihm den Bolzen hier ins Gesicht geschmettert habe, aber bis auf das war es soweit okay. Kann ich da oben nochmal hoch und schauen, ob es hier nochmal einen neuen Bolzen gibt, bevor ich zum Leuchtturm gehe. Aber ich glaube, das wird zu hoch sein. Ja. Das wäre nur der zweite Weg gewesen.
Aber hier steckt ein Bolzen. Abladen. Und Mehl wird es hier nicht geben. Und Hep? Ja. Ja, das haben wir doch ganz elegant gelöst hier. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Neue Raffinessenfähigkeit Verwertung. Durch die Optimierung ihrer Alchemie kann Amicia bei der Herstellung von Munition eine Ressource sparen. Aber ich merke schon, hier schleichen ist nicht gerade meine Stärke hier. Obwohl das irgendwie schlau wäre, sich hier ein bisschen weiter durchzuschleichen und das ein bisschen zu skillen. Oder zu leveln, aber... Der Regen wird schlimmer. Das krieg's ist einfach nicht gut genug hin. Das ist so, wie es ist. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Heißt Laras Kass. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Was, Kass? Aber vielleicht kann ich mich ja durch die Passage mal schleichen, ohne dass ich alle Leute umtöte. Bis auf vielleicht den, weil der hier gerade so... Weil der hat einen Helm auf, den darf ich nicht... Den darf ich nicht töten, das macht man nicht. Ah, du hättest ihn doch einfach auch von hinten erstechen können. Wie wär's denn gewesen? Der hat halt gar nichts gecheckt, weißt du? Oh Mann. Sie kommen. Ja, danke. Das hat mir jetzt irgendwie nicht unbedingt das Ganze erleichtert. Sind zu viele Ratten. Ja, Anno, mach mal hier was für dein Geld, bitte. So, noch mehr? Bitte? Danke? Nein? So viel zu, ich würde gern schleichen weiter verbessern. Klappt ja gut. Wow. Many rats handle it. Der einzige Vorteil, ich glaube, wir haben so einfach auf einen Schlag alle Wachen, die hier rumstehen, platt gemacht. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was passieren kann, aber hat jetzt dem Ganzen mit, ich schleiche mich hier durch, nicht unbedingt Vorteil verschafft. Aber egal, Leuchtturm ist da, da wollten wir hin, oder hieß es, dass ich hin soll? Allerdings war es das wohl irgendwie immer noch nicht ganz hier. Runter da! Los! Sicher! Hier ist doch auch gerade noch mal einer rumpatrouilliert. Wo ist denn der hin? Es ist immer schön, dass sie mich nicht sehen und den anderen, also
Nur weil sie mich nicht sehen, den anderen auch nicht sehen können. Aber lassen wir auch mal da so stehen, wie es ist. Ist hier gleich um die Ecke gekommen, dann können wir den hier platt machen. Bleibst du bitte drin? Hallo? Dabbert. Ganz langsam. Schon dabei. Ich sehe sie. Lass sie nicht entkommen. Nee, du hast mich nicht gesehen. Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Wir können gerade keine Plotte machen, wir müssen erst mal kurz den Typen hier umnagen lassen. Der Pilare und Prost, Verena. Schade. Eigentlich war ich doch da schon durch. Eigentlich war ich da doch schon durch. Wie kommt man denn an die Kiste hier eigentlich ran? Wir müssen erst diese Ratten loswerden. Aufgepasst, es geht runter. Ich versuch's. Wie kommt man denn hier an die Kiste dann? Das ist seltsam, ich verstehe es nicht so ganz. Hier macht das mit dem. Das Boot sieht aus der Nähe so groß aus. Wir haben trotzdem ein Problem in Rüstung. Macht einen. Was jetzt? Zieh mal an, aber das macht der Arno dann schon. Er braucht noch einen Schuss. Wenn der gegen ihn gefightet hat. Oder nutzt es, wenn ich das Feuer hier ausmache. Sie kommen. Zu viele Ratten, Amicia. Nein. Arno, schnapp ihn dir. Ja, nur du und ich. Oh. Was für ein Albtraum. Gehört ganz dir, Arno. Ja, bitte, renn den jetzt mal hinterher, mach den platt. Erledige ihn, Arno. Ja, Arno, kannst du bitte nicht abhauen? Das ist euer Ende. Jawohl. Naja, komm, Pane Arno macht das schon. Arno, schnapp ihn dir! Mit dem Schild in die Kauleiste. So muss das.
Okay, dann kann ich jetzt versuchen, diesen Mechanismus hier mal auszulösen. Vielleicht noch an die Kiste hier ranzukommen. Und wenn das so gut versteckt ist oder gesichert ist, muss es doch da irgendwas hier Nützliches geben, was ich denke ich schon lohnen würde, hier mal einzupacken. War ich auch noch nicht. Keine Wache mehr da. Den ganzen guten Loot noch mit einpacken, bevor wir dann hier weitergehen. So, da kann ich dann hier nochmal runterspringen und jetzt die andere Kiste holen, die ich da eben frei gespielt habe. Und klar ist mir zwar noch, wie ich zu der Kiste hier links kommen sollte, hier irgendwie eingebaut ist, aber da gibt es irgendwie, check ich das nicht. So, was gibt's jetzt hier Schönes? Was haben wir denn hier? Oh, Werkzeug. Werkzeug ist gut. Hoch, gut, gut. Komm, hoch mit dir. Naja, ich hoffe, ich habe möglichst alles abgeklappert in dem Abschnitt hier, was ich so Sinnvolles und Nützliches mit einstecken kann. Geht's weiter. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht, wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Aufmachen! Aufmachen! Schnell! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Oh, gibt's hier auch noch Quicktime-Events? Was ist denn jetzt los? Jetzt gibt's ja noch mal ganz viel Gas, Dione. Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Das klingt doch. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. Wieder beatmen. Und nun? Eine Werkbank, aber ich habe erst ein Werkzeug und noch nicht genug Teile, um quasi mir dieses bessere, bruchfeste Werkzeug hier zu holen. Das macht, glaube ich, einfach Sinn, darauf zu sparen, weil hier werden es nochmal 2, 3, 4, 6, 9, 12 Werkzeuge, die ich sonst brauchen würde. Da lohnt sich schon, auf das Bruchfeste zuerst zu skillen, denke ich.
einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Ansonsten hat sie hier vermutlich keinen Loot mehr. Nein. Kann man mal auf das schicke Boot hier gehen. Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. So, was steht hier? Anker lichten. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt. Sophia, na super. Die haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiß ab. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Glaube. Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rügel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Ja, und was muss ich jetzt hier tun? Wie geht's dir so? Gut. Das Boot ist toll. Die Kabine auch. Und hier. Guck dir mal das ganze Zeug an. Wenn wir abgelegt haben. Kann ich jetzt hier runter? Wieso kann ich hier nicht runter? So gefährlich. Okay, dann einmal den Weg wieder frei machen. Ja, gut. Und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was so, bei diese ihr. Kette muss hier gelöst werden, damit der Anker freigelegt wird. Gemacht. Verstehe. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Teile. Die einfach liebevoll nur Stücke heißen. Hätte sie auch ein bisschen Bemühe geben können eigentlich. So, und jetzt geht's wahrscheinlich wieder nicht und der Typ muss das für mich machen, weil es nicht da hält. Ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Hilfst du kurz, Anno? Dafür bin ich da. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Gut, da kann man nicht noch mal ein bisschen weiter und noch was extra finden. Deswegen legen wir jetzt hier ab. Amicia, lange genug hier los? Rumgeeiert hey, in dem was Land. Was hab ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Ein bisschen weird mit der Steuerung gewesen, aber hat funktioniert. Großsegel aufs Oberdeck.
nach oben. Gleich geschafft. Nach oben ist dann hier. Na gut, ich zur anderen Seite. Auf dein Signal. Und los. So, jetzt. Ja, wir schaffen es. Wir kommen hier weg. Nein, das Segel hängt wieder schief. Doch, bitte. Das Segel rollt sich bei mir nicht ab. Sollte es aber. Sophia, komm. Was jetzt? Mist, die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heilen. Die werden doch dann nicht ohne mich losfahren wollen. Es wäre doch nicht das erste Mal, dass ich dann irgendwie rumeier, weil ich irgendeinen Käse machen durfte und dann zurückgelassen wurde. Mädchen, beeil dich, die fahren sonst ohne dich, ich weiß es. Amicia, schnell! Naja, sag doch, wären auch wieder eiskalt ohne mich losgefahren. Wir segeln! Hörst du nicht, wir segeln! Auf dem Meer! Wow, ich bin ein Pirat! Jarr! Ich hab dich ja. Nach Laguna! Auf und hinfort!